60 Jahre. Nach den großen Ereignissen, die das Ende des Kommunismus vorausgesagt haben. Und heute ist die letzte große und neue, alte oppositionelle Zeitung Neb Samatschak, Nachfolger von Sabat Neb, eingestellt worden. Das heißt, das Rad hat sich völlig gedreht. Anstatt den Kommunismus ist die Autokratie in Budapest eingezogen. Wie hast du das damals erlebt? Du warst ja mehrfach in Budapest in der Zeit. Ja, ich habe dieses ganze Jahrzehnt eigentlich in Budapest, in Ungarn, für eine große Reportage, die ich Live-Magazin einreden musste, denn die haben nicht gedacht, dass ich irgendetwas in den Oststaaten rühren wird. Und ich war überzeugt davon, dass diese Totenstille, die im Osten von Königsberg bis hinunter zur griechischen Grenze nicht halten wird. Und wie empfindest du, dass viele Jahre später diese Bilder, die eigentlich nur für journalistischen Hintergrund hatten, plötzlich in Ausstellungen gerahmt hängen? Findest du das gut oder? Ja, das ist das echte Journalismus, dass viele Jahre später, Dezennien später, wieder die Bilder denselben Eindruck machen wie damals. Ja. Ich meine, es ist Zeitgeschichte, aber auf einmal werden sie in Auktionen angeboten, in Galerien etc. Es hat eine ganz andere Dimension bekommen, ja, diese Fotografien, ja, als die ursprünglich geplante. Genau. Wir wussten ja nicht, wie es weiterging damals. Wir dachten, dass es ein Dokument ist, aber dass es ein Dokument ist, das auch in Bewegung in Gang gesetzt wird. War uns eigentlich nicht ganz klar. Ihr habt es damals fotografiert. Wie viele Kameras hast du dabei gehabt? Ich nehme an, du hast so eine Leica M3. Ein bisschen Rolle, ja, aber normalerweise eben was. Leica. Es hat sich ja doch jetzt im letzten Jahr doch eine sehr negative Stimmung entwickelt, die auf die Flüchtlingskrise, wenn man so sagen wollen, gekommen ist. Aber wie war das damals? Wie haben die Österreicher damals reagiert? Haben sie die mit offenen Armen so offen. Österreich-Ungarn ist wieder erstanden. Naja, nicht ganz. Ungarn war kommunistisch und die Russen waren genau da. Es sind viele Ungarn nach Österreich gekommen, aber Österreich-Ungarn, du meinst, das war eine ganz andere Stimmung wie jetzt? Völlig, natürlich völlig anders. Und wie beurteilst du jetzt die Stimmung in Österreich? Schwer, sehr schwer. Leider ist die Ablehnung der Fremden gewachsen. Und vor allem in der Ungarn-Krise 1956 hatte jeder das Gefühl, die kommen nicht, aber gehen wieder nach Hause, bleiben nicht da. Und vor allem sind sie ja Ungarn. Es war ein anderes Zusammentreffen, ein ganz nahes Zusammentreffen, das mit sehr viel mit alten Erinnerungen zu tun hatte. Jeder hatte noch Verwandte, heute nicht mehr. 50 Jahre später, es ist eigentlich Österreich und Ungarn, sind zwei Welten. Damals war es noch ein bisschen eine Welt.